Hallo und herzlich willkommen zurück zu Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind hier im Schattentempel und der Typ kommt hier schimmeln. Doch das letzte Mal schon. Da oben wieder hinüber. Lässt eigentlich Wegkunde sein. Wow. So, ich warte mal jetzt, bis es wieder runterfällt. Ja, Schattentempel ist gruselig. Also im Moment geht's gerade wieder. Gerade nicht so schlimm. Ach, also. Bomben. So, normale Schuhe bitte. Dankeschön. So, das Gewicht ist gleich wegzubomben. So, eingesammelt. Gehen wir erstmal da drüben rein. Aua! Also allzu groß ist der Tempel eigentlich nicht. Jedenfalls nicht von meinem. Nein. Oh! Mal gucken, was steht auf dem Schild? Nur der, der die Augen der Wahrheit besitzt, wird Schutz vor den tödlichen Stacheln finden. Naja, mal wieder. Denn wir haben... steht nämlich Action und... haha, ein Block. Den können wir... zu unserem Gunsten verwenden. Ja. Können wir leider nicht rauf, das ist schade. So, schieb das mal. Oh, schnell. Sehr schön. Wir müssen das nämlich so schieben, dass die beiden gleichzeitig blockiert werden. So sieht es doch gut aus. Hoppala, ein herzlicher Freund. Naja, so einfach geht das. Das ist gar nicht schwierig. So, erstmal hier rein. Skulltula holen. Backflip. Geht nicht? Spieß. Holen wir uns hier. So. Pack das mal weg. Was haben wir jetzt hier drin? Schlüssel? Pfeile. Auch gut. Ich hätte sowieso kaum welche. Jetzt müssen wir eigentlich... ich glaube, jetzt müssen wir den Block wieder zurückziehen. Ich weiß es gar nicht, ob das... Ach schon. So, komm. Zieh, links, zieh. Jetzt muss man eigentlich hoch können. Ja, genau. So. So. Hoppala. Und hier rein. Aua. Aber hier ist jetzt ein Schlüssel drin, oder? Was soll denn der Key? Ah. Aber dort ist jetzt der Schlüssel drin. Der Kiste muss er jetzt sein. So. Ah, wusste ich doch. Komm, oh, Herzchen. Ein bisschen Makel. So, ich würde sagen, der Raum ist verliebt. Können wir wieder gehen. Hup-di-do. Bomb und den nochmal weg. Komm, ich hätte ihn ja nicht. Hat schon gereicht. Egal, bomben wir hier ein bisschen. So, was ist denn jetzt als nächstes?
wieder auf das Tell. No! Mist. Ich hätte vorher die Schuhe anziehen sollen. Na gut. Eben jetzt. Kommt jetzt nochmal der Typ? Hallo. Dann müssen wir jetzt nochmal hier rauf. Boah, schreck so rum. Mit Schattentempel schreckt man nicht rum. Könnte irgendwas aufmerksam werden. Okay. So. Gut, haben es rüber geschafft, weil das sieht man nämlich nicht. Denkt man, hier ist so ein riesiger Abgrund mit Kette. So, weiter geht's. Was haben wir hier hübsches? Zombie. Nein, schon wieder. Ach, was ist denn da heute los? Das böse Zombies. Ja, den kann man jetzt wenigstens leicht. Ich vermute auch hier einen Schlüssel. Oder 5 Rubine. So, zip. Ah nein, ich mag die Flasche Mist. So, machen wir erstmal den. Kommen wir jetzt an die anderen ran. Oh, der Wald. Aha. Kann ich jetzt von hier rechts schon hier runterspringen? Ja, reicht. Sehr gut. Ist die Tür offen gegangen. Jo. Erstmal wieder normale Schuhe, sonst kannst du schlecht laufen. So gruselig ist es ja gar nicht, denn Brunnen fand ich gruseliger. Ah, da war ein Ledermaus. Du auch. Oh. Eine brennende Maus. Noch ein. Kommt die freiwillig zu mir oder muss ich... Muss ich zu der hin? Mäuschen! Hey. Ah! Okay, das ist wieder offen. Ich höre hier was krapsen. Die Hohlmonster-Ahnung. Ich schmeiß da mal ein Bümmchen rein. Ich aus über den Goron. Aha! Da flog der Schlüssel aus der Schale. Ein kleiner Schlüssel! Da ist sie ja. Oh, Monster und. So. Komm noch gut voran bis jetzt. Das ist doch. War nicht schlecht hier. War das da? Ja. Da habe ich auf uns richtig geguckt. Weiter geht's. Ach Gottchen. Nö. Mit Eisenstiefeln hier weiter, sonst pusten uns die Ventilatoren weg.
Gott. Wie war denn das jetzt so? Ach ja, da oben ist ein Haken. Den Balken. Also das Feuer hier dem Auge einfach nicht beachten. Kann man sowieso nichts mitmachen. Einfach ignorieren. Was geht denn jetzt schon wieder? Achso, nur ein paar Zombies sind geht's ja. Ich würde gern mal das hier probieren. Sehr gut. Hat auch super geklappt. So. Aha. So, hier ist irgendwo. Nein. Ich höre die Geister in diesem Raum flüstern. Sie flüstern mir zu. Jener, dessen Schritte heilig sind, möge sich vom Wind treiben lassen. Er führt ihn über den verborgenen Pfad. Gut. Ah, ein Turm. Pfeile. Noch eine? Nein. Dann gehen wir wieder. Ah, da kam das Feuer. Aua, aua. So, ich mache jetzt mal nicht die Mühe, den da zu suchen, sondern... Ha! Gleich geschafft. Haben wir jetzt hier schon wieder? Mami is alive, alles klar. Lilith? Hallo? Ja, genau so. Hua, und? Hua! Ich mache euch kaputt. Ich zieh euch an. Ah. Ah. Klar, wurde man hier von Mumien angeschrien und die Töpfe bewerfen einen selbst. Ganz geil. So, was haben wir jetzt hier hübsches drin? Ein Schlüssel? Schon wieder 5 Rupien. Ah. Tempel verarscht einen nach Strich und Faden. So, hier eine Bombe rein. Da ist schon wieder eine versteckte Kiste. Aber da ist wenigstens der. Aua! Schlüssel zu. Ich hasse das Ding. Weiter. So, was machen wir denn jetzt? Oh, wir sind schon beim Schiff? Das ging schnell. Dann können wir uns erstmal hier eine Abkürzung bauen. Ich muss schon wieder krapsen. Das ist dann nämlich, wo der von uns gesagt hat, wenn du Schifffahrt machen willst, tritt vor, das ist hier der Raum, wo wir dann rauskommen. Ganz am Anfang waren. Sollten wir so sterben und irgendwo am Anfang wieder landen, können wir die Abkürzung nutzen. Mensch, kommt gut voran. Das finde ich super. Komm. Schieb, Link. Schieb. Ach, so. Und hinauf. Leiter rauf. Ja. Da oben ist die Spinne. Kommen wir leider ohne Vogelscheuche gar nicht ran.
Das macht nichts. Ich finde das nicht so schlimm. Wir brauchen die Ocarina. Ja, das wird ausreichen. Fahren wir mal mit dem toten Schiff vorwärts. So, an sich ist der Tempel nicht schwer. Die Musik ist gruselig, aber so an sich geht's eigentlich. Den Brunnen fand ich schlimmer. Oh, es kommen ein paar Gegner, die uns vermöbeln wollen. Komm. Wir dürfen uns nicht runterfallen hier. Na? Ja. So viel zum Thema nicht runterfallen. Aber das war unfair, die haben mich geschubst. Die haben mich voll geschubst. Wie gemein. Nochmal. Wiederkommen. Ja, ein Rückstoß immer die Haut. Link, was machst du hier für komische Akrobatik? Unterhaltung haben wir erledigt. Das ist wirklich abspringen. Ich stecke das hier mal weg. Boah, es schaukelt. So. Geht nämlich gleich unter. Dieses Schiff sinkt. Spring ab, rette dich auf festen Boden. Wusch. Weg ist es. Oh, geht es tief runter? Höhe. Verpfeile weg. Da hinten ist die Tür, da gehe ich als erstes rein. Dann die andere Tür. Okay, alles klar. Dann gehen wir erstmal hier rein. So. Weitergehen am besten. Einfach weitergehen. Warte mal, kam ich hier nicht her? Nee. Oh mein Gott! Die Wände fahren auf mich zu. Was soll ich nur machen? Ja, ganz einfach. Verbrennen. Zack. Oh, du Zombies, komm her. Was haben wir noch in der Kiste Schönes? Ein paar Herzchen oder sowas. Irgendwas Nützliches.
Ja, wenigstens gibt es Magie. Herzchen werden wir noch lieber. Yeah, der Masterschlüssel. Haben wir schon mal. Das müssen wir. Oh Gott, wo muss ich jetzt lang? Ich kenne mich hier doch nicht aus. Wow. Okay, haben wir noch so einen lustigen. Ich werf die Bombe in die Tombola rauf. Ich hoffe, da sind ganz viele Herzchen drin. Die könnte ich nämlich echt brauchen. Hallo? So, jetzt aber den dritten noch. Rubies. Schon über 400 Rubine haben wir. Nein, nicht. Ich wollte das nicht machen. Oh, die Spinne kriegen wir so auch tot, aber ich glaube. Ich nehme das mal lieber so und so. Das nehmen wir noch mit. Ich habe nur noch eine Fee. Das macht irgendwie gerade ein bisschen Sorgen. Jetzt bespeichern. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist ja schon vorbei. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.